Schalömmchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Mini-Let's Play in Assetto Corsa in der Version 1.16.3. Ich befinde mich noch immer auf dem Feldbergring, nur diesmal im Ferrari 330 P4 mit 450 PS bei einem Gewicht von 792 Kilogramm. Also doch nochmal ordentlich mehr Leistung als der Alfa Romeo aus dem letzten Video, als von gerade eben. Ich habe das Wetter ein bisschen verändert. Das Preset von Peter Böse nennt sich Thunderstorm. Uhrzeit 17 Uhr irgendwas. Die KI steht immer noch auf 90%. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. 90% war es auch im letzten Video und 60% Aggressivität. Daran kann es liegen, dass sich die KI hier nicht so astrein überholt. Also das liegt nicht an der Mod von Fat Alfie, also an dem Feldbergring liegt es nicht. Es geht auch auf anderen Strecken von Kuno Simulationi, geht es auch nicht so gut, dass sich die KI gegenseitig überholt, wenn man so krass unterschiedliche Fahrzeuge auf die Strecke lädt. Also wenn man so ein Multiglas-Rennen mit reinen Rennwagen fährt, dann klappt es eigentlich ganz gut seit ein paar Monaten in Assetto Corsa oder Jahren mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Der Stefano hat irgendwann mal den Code geändert und dann war es möglich, dass sich die Fahrzeuge besser überholen als noch in den Monaten oder Jahren zuvor. Aber so ganz astrein, so wie ein Automobilista, läuft es hier in Assetto Corsa leider nicht. Aber wie gesagt, darüber schauen wir einfach hinweg. Bei dem tollen Wetter, bei diesen Einstellungen ist es auch ganz leicht. Ja, ich habe das Wetter-Preset geladen, weil es mein Lieblings-Preset ist und es passt zur Strecke, weil es sich einfach um meine neue Lieblingsstrecke handelt. Das Licht ist so schön warm, finde ich. Also die Farben wirken unglaublich gesättigt und ja, es ist geil. Also kann ich nicht mehr dazu sagen. Außer, dass es einfach göttlich aussieht. So wie der Drehzahlmesser. Der ist nämlich so leicht verkratzt oder verdreckt und das, ja, so ein nettes Detail. Finde ich cool, sowas. Was wollte ich noch sagen zum letzten Video? Ah, genau, ich bin im Standard-Setup unterwegs, also ich habe nichts am Setup geändert. Vorher auch schon nicht, weil, ja, wir fahren ja hier gemütlich rum. Da müssen wir nicht irgendwas am Setup ändern. Gott, und das Kopfsteinpflaster fühlt sich echt krass an. Aber so soll es ja sein. Man soll ja die unterschiedlichen Belege durchaus im Force Feedback spüren. War da jetzt jemand? Hat er mich gerade so geruckelt. Da dachte ich, wir werden von hinten angeschoben. So, und jetzt mal Augen auf und zu dem Hang gucken am Horizont. Moment, ich muss hier... Na, wir fahren jetzt noch die Rechts-Links-Kombination hier mit der engen Kurve. Und dann sieht man es, glaube ich, besser. Nee, doch noch nicht. Boah, der Ferrari ist ganz schön, ja, heckfreudig. Also viel, viel mehr als der Alfa Romeo. So, und wenn wir jetzt links fahren, dann müsste man es eigentlich gut sehen. Ne, man sieht es jetzt nicht mehr so gut. Na, vielleicht habt ihr es vorher kurz gesehen. Dieser Hang sieht unglaublich gut aus in dem Licht. Und der Fat Alfie, der hat die Bäumchen gut gesetzt. Also er hat den Hügel gut bebäumt, gut bewaldet. Ah, nee, schon wieder zu früh am Gas. Und es sieht so geil aus jetzt mit der Sonne, die einfach ein bisschen tiefer steht und uns hier blendet. Und auch der Zaun hier rechts, seht ihr das? Wie der Zaun beschienen wird vom Sonnenlicht hier auch wieder. Ah, geil. Oh, oh. Bin hier im Dreck unterwegs. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger fahren. Ich reiz hier irgendwie rum. Und kenne mich nicht wirklich aus, also sowohl streckenführungstechnisch als auch fahreigenschaftsmäßig vom Ferrari hier. So, mal gucken, ob wir jetzt bald mal jemanden einholen. Ist ein bisschen einsam. Haha, so ein bisschen driften geht. Ich will es nicht übertreiben. Und die Passagen hier sind so gut, das sind wirkliche Mutkurven. Nee, aber hier kann man nicht voll auf dem Gas bleiben. Hier muss man auch bremsen, ja. Wenn man nicht bremsen würde, hätte man ja auch total den Geschwindigkeitsüberschuss hier, um die langsame Rechtskurve zu nehmen. So, mal einen vierten Gang schalten. Ein bisschen bremsen, der Honda wird jetzt noch nicht reinziehen. Okay, nee. War man ein bisschen zu früh dran, das ist gut für uns.
Warum schalte ich mich gerade im fünften? Oh, oh. Okay, gut. Ging gerade noch mal gut. Nee, ich muss hier lupfen. Ich traue mich nicht. Hier habe ich gerade die Bremse auch noch angetippt kurz, aber ja. Weiß nicht, ob es nötig wäre. Nein, 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 nein. Boah. Junger Fisch, war das knapp. Puh. Aber zweiter Gang geht hier. Im Alfa Romeo vorher hatte ich so ein bisschen Bedenken im zweiten Gang, habe im ersten zurückgeschaltet, aber hier kein Problem. Geht alles wunderbar. Ja, die Schatten stören jetzt gerade ein bisschen, aber so ist überall auf allen Strecken, wo Bäumchen sind. In echt würde ich auch gerne mal die Sonne ausschalten. Wenn sie so zur Seite reinschaut, dass man die Sichtschutzblende, wie nennt sich das Ding, das man von oben runterklappt, da wo die Amerikaner immer den Autoschlüssel drin haben, laut Filmen. Sonnenblende, die kann man ja so links zur Seite, dass sie da schützt. Das funktioniert leider bei tiefstehender Sonne nicht ganz so gut. Zumindest bei mir nicht im Auto. Und da würde ich gerne die Sonne manchmal ausknipsen. Wäre hier auch ganz gut gerade. Und jetzt hat sich die KI leider ein bisschen doof verteilt auf der Strecke. Wir sehen hier nicht so viel KI, wie ich es gut gefunden hätte. Da, den Hügel meine ich. Ich glaube, ich bleibe stehen oder fahre rückwärts. Hier in der Ferne, wo ist die Maus? Ich hoffe, man sieht die Maus. Hier, den Hügel. Den meine ich. Der sieht unglaublich realistisch aus, so vom ganzen Licht her. Also finde ich, wirkt für mich wie auf ein Foto. Also wie, wirkt auf mich wie ein Foto, so sagt man, glaube ich. Und solche Sachen sind es halt für mich. Ich habe das vorher schon gesagt mit dem Gras, das hier unter den Zäunen hervorkommt. Das sind so die Sachen für mich, die dann in meinem Gehirn irgendwas auslösen. Einfach was sehr Positives, wo ich dann denke, wow, cool. Geiles Detail. So sieht es in echt aus oder so ungefähr. Ich bin eh mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir wirklich so richtig realistische Grafik haben. Ich meine, Assetto Corsa Competizione, die Screenshots von Brian Zetsch sehen unglaublich geil aus. Also die Farben zum Sonnenuntergang finde ich geil. Jetzt habe ich vom vierten in den zweiten geschaltet vor lauter Lechzen. Ja, bin ich schon sehr gespannt. Viele haben ja Bedenken oder Sorge, ob sie das Spiel überhaupt spielen können auf ihrem PC. Zu den Leuten gehöre ich natürlich auch mit meinem Prozessor. Wäre cool, weil einen neuen PC kann ich mir extra für Assetto Corsa Competizione nicht kaufen. Dann müsste ich echt verzichten und halt, ja, müsste ich halt ein bisschen warten. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie es noch weitergeht in Sachen Realismus. Also nicht nur was die Simulation der Physik anbelangt, sondern einfach vom Optischen her. Wo fährt er hin? Das ist immer die Frage. Jetzt der Race Honda. Wow. So, mal gucken, ob ich die jetzt besser treffe. So, jetzt anbremsen, reinlenken. Nee, schlechter getroffen. Wow. Und beinahe am Zaun hängen geblieben. Ja, die muss man driften. Das gehört sich so. Steht im Drehbuch. Nein. Ja, ich kenne die Strecke noch nicht 100%ig, sodass ich mich wirklich drauf verlassen kann.
Sonst hätte ich da jetzt anders eingelenkt und hätte Vollgas fahren können. So, aber ich würde sagen, wir verabschieden uns voneinander. Jetzt ist recht spät geworden. Ich musste noch nach den Kindern gucken, beziehungsweise meine Frau musste auch nach den Kindern gucken, nicht nur ich. Waren beide wach und seit dem letzten Video sind 2 Stunden vergangen. Also jetzt ist 1 Uhr nachts oder so. Ich kann gerade nicht auf die Uhr gucken, muss mich hier konzentrieren. Haben sie leicht angetippt. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Abgelupft. War nicht gut, war zu wenig gelupft. Oh, was machen die in der Box? Da kappeln sie sich. Achso, diese Anzeigetafel wollte ich eigentlich auch noch zeigen. Mache ich kurz noch. Ich wollte ja nicht drohnenmäßig hier rumfliegen. Also ein paar Sachen muss man schon zeigen, finde ich. Ich meine, der Fat Alfie hat sich so viel Mühe gegeben. Da stehen halt die Zeiten drauf. Finde ich saugeil. Einfach ein tolles Detail. Ja. Und Wölkchen mit Heißluftballon. Gesponsert von Peter Böse. Ne, ich glaube die Luftballons nicht. Die müssten von Fat Alfie sein, so in dem klassischen Look. Aber halt die Wölkchen. Ah, diese unglaublich tolle Stimmung. Und da steht halt einfach der Ferrari fernab. So, ihr merkt, ich habe schon wieder das Problem, Tschüss zu sagen. Deswegen mache ich es jetzt einfach kurz und laber nicht so viel wie im letzten Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Ihr könnt auch Vorschläge geben, was ich hier auf dem Feldbergring fahren soll oder mal ausprobieren soll. Ich finde einfach, hier kann man sich mit allem wohlfühlen. Deswegen bin ich sehr offen für Vorschläge. Und das wird, glaube ich, mein neuer, wenn ich das Bild noch ein bisschen drehe, mein neuer Desktop-Hintergrund. So rum. Ja. Geil, oder? Schöne Landschaft. Und ich krieg schon wieder nicht hin, Tschüss zu sagen. Was wollte ich noch sagen? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.
Und noch eine Durchsage in eigener Sache. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Paul.